Hallihallo und herzlich willkommen zu einem Informationsvideo zur Forza Racing Championship, die ja ganz neu angekündigt wurde von Turn 10 und der ESL. Und dann habe ich mir gedacht, da lade ich doch jemand ein, der da ein bisschen involviert ist, und zwar der René von der ESL. Grüß dich. Moin. Ja, und zwar wurde ich von mehreren Leuten schon gefragt, so, ja, Ray, kannst du da mal ein bisschen was erklären? Weil, ja, die News, die Turn 10 da verforstet hat auf ihrer Homepage oder beziehungsweise Microsoft, man sich doch schon sehr genau durchlesen muss, um sie vielleicht zu verstehen. Ja, ich will heute einfach mit René zusammen das einfach so ein bisschen aufbröseln, was, um was es denn da genau geht und was man denn gewinnen kann und wie da auch so der sonstige Ablauf ist. Und dazu muss man am Anfang erstmal das Ganze in zwei Sachen aufteilen. Einmal muss man sagen, wir haben ja einmal die Open Series und einmal haben wir die Elite Series. Und im Prinzip fangen wir einfach mal vielleicht mit der Open Series an. Die ist quasi frei für alle, frei von Turnier an sich. Das ist so quasi, ja, kann jeder mal sich ein bisschen ausprobieren. So ist es, glaube ich, gedacht. Und das Ganze wird dann einfach im Forza-Liga-Modus ablaufen. Also in Forza selber heißt hier Leagues oder Ligen. Und da gibt es dann einfach jede Woche neue Liga. Diese Woche ist es jetzt in der B-Klasse. Ich weiß nicht, ob sich das nochmal ändert von der Klasse her. Aber ja, auf jeden Fall kann man da halt fahren. Und ihr kennt eigentlich das Prinzip schon. Das hatten wir schon öfters mal, wenn man was gewinnen konnte oder wenn es was gab. Und zwar geht es da halt einfach wiederum in eine gewisse Platzierung zu erreichen in der Liga, in der man ist. Man muss ja bedenken, es gibt ja wieder unterschiedliche Liga-Kategorien in Forza. Ja, glaube ich. Höchster ist Spitzensport und niedrigster ist, glaube ich, Einsteiger oder irgendwie sowas. Und wenn man dann in der Top 50% ist in seiner Liga, kann man wirklich krasse, geile Sachen gewinnen. Und zwar in der ersten Woche wäre das nämlich direkt schon der Carpass. Also die ersten 6 DLCs wird man dann quasi gratis bekommen, wenn man in der Top 50 reinkommt. In der Woche 2 wäre es das Porsche Expansion Pack und in der Woche 3 das NASCAR Expansion Pack. Das heißt, wenn jemand so eine Erweiterung noch nicht hat, wäre das auf jeden Fall vielleicht sinnvoll, da mal ein bisschen Liga zu fahren und sich in die Top 50% seiner jeweiligen Liga zu qualifizieren. Aber wenn man es nicht schafft, geht man auch nicht leer aus, weil da kommt auch ein interessanter Teil für die Leute, die vielleicht schon sich alles gekauft haben. Und zwar bekommt jeder, der einfach ein einziges Rennen in der Liga fährt, also quasi sich einfach in dieser Liga sozusagen einträgt, bekommt schon mal ein Unicorn geschenkt, und zwar der Ford Falcon XY GTHO Phase 3. Oh Gott, was für ein Name. ja, und das jede Woche in einer besonderen Lackierung. Also das heißt, wer jetzt da auch noch so ein Lackierungsfetischist ist, der kann auch dann in jeder Woche teilnehmen und kriegt jede Woche eins von diesen Fahrzeugen in den 3 unterschiedlichen Lackierungen. Das alleine ist auf jeden Fall schon mal eine coole Sache. Des Weiteren gibt es aber halt eben noch diese Elite Series. Und die ist nämlich das große Ganze, um das es eigentlich wirklich geht. Und da kann dann auch René gleich noch mehr erzählen. Aber bevor er das tut, sage ich auch da hier gleich dazu, da kann auch jeder was bekommen, allein wenn er schon mitmacht. In dem Fall auch wieder ein Unicorn-Car, und zwar den Ford Escort 1600. Auch hier ist es wieder so, in jeder Woche gibt es dann das in einer speziellen Lackierung. Das Ganze findet im ersten Schritt im Rivalmodus statt. Was kann es anders sein, wenn es nicht Liga ist? Dann ist es Rivalmodus. Und da gibt es dann entsprechend in der ersten Woche ein Rennen mit dem Ford Mustang auf Monza. In der zweiten Woche müsste es dann ich glaube, der Ford EcoBoost 200, das kleine Formelauto auf Catalunya sein. Und in der dritten Woche darf man dann den 2016er Ford Nummer 66 Ford Racing GT Le Mans auf Watkins Glen fahren. Und eben auch hier zählt, wer einfach sich einmal gefahren ist, einmal sich quasi eingetragen hat in die Bestenliste, auch wenn es der letzte Platz ist, kriegt dann halt auch eben entsprechend dieses Unicorn. So, das ist aber der erste Schritt. Und das ganze Turnier, sage ich mal, oder diese ganze Championship geht dann aber erst so richtig los, beziehungsweise da kann man erstmal richtig was erreichen. Und da ist es so, dass es auch in mehrere Teile aufgebröselt ist, sagen wir es mal so. Und zwar eben dieses Rivals ist quasi nur das Qualifizieren. Man qualifiziert sich mit seiner Zeit. Und vielleicht kann der René da jetzt einfach auch mal ein bisschen was dazu sagen, wie das genau denn so ablaufen soll. Dann, erklär du mir einfach mal, was müsste ich jetzt tun, um mich da quasi bis zum ganz großen Finale durchzuschlagen zu müssen und was ich da vielleicht auch gewinnen kann. Ich meine, ablaufen soll, ich hoffe ja, dass es so ablaufen wird, weil sonst haben wir was falsch gemacht in der Planung. Aber letztendlich ist es relativ einfach. Du hast halt wenn ich jetzt gerade nicht irre, Montag bis nach US-Zeit Donnerstag Nachtzeit, also bei uns Freitag gegen Mittag. Genau, also ihr habt jetzt für die erste Woche noch ein bisschen Zeit. Bisschen Zeit ist noch.
In der Zeit muss man sich halt im Rivals-Mode qualifizieren, dort gleich von Anfang an, damit man überhaupt an irgendwas davon teilnehmen kann, beziehungsweise die Preise kriegt, muss man bei der ESL registriert sein und eingeschrieben sein für die Turniere. Stimmt, genau, das darf man nicht vergessen. Wenn ihr die Unicorns auch wollt, müsst ihr trotzdem bei der ESL angemeldet sein. Das ist aber auch überall verlinkt. Ich werde es euch auch nochmal in der Videobeschreibung verlinken. Wer vielleicht schon einen ESL-Account aus alten Tagen hat, so wie ich, wo ich noch CS gezockt habe, der nimmt einfach den Account her. Das Wichtige ist halt, dass ihr euer Xbox Live verknüpft habt, sonst funktioniert das Ganze natürlich nicht. Genau, einmal Xbox Live verknüpfen und dann entweder, ich meine, man kann auch beides, sich dann halt für den Elite Cup 1, 2, 3, beziehungsweise für die Open Series eben anmelden, also sign up. Genau. Dann ist man drin, dann steht ihr auf der Liste mit dem Gamertag für Microsoft und dann erhaltet ihr auch die Preise. Grundsätzlich dann ab in den Rivals-Mode, das Hotlapping müsste jeder kennen. Die besten 128 später auf der Weltrangliste werden dann in diesem Cup, in dem sie sich geschrieben haben, halt confirmed, dass sie vom Cup-System auch im Cup einsortiert werden für verschiedene Matches. Und dann fahren die besten 128 am Samstag, nach deutscher Zeit 8 Uhr, fangen die dann an. Mit dem Cup, wo 1 gegen 1 gefahren wird. Das bedeutet, du müsstest dich dann erstmal gegen all die anderen durchsetzen, die mit dir dort oben sind. Ist aber Double Elimination. Das bedeutet, wenn du das Match verlierst, dann hast du unten im Loser Bracket nochmal die Chance, da durchzukommen. So wie man es von der ASL eigentlich schon immer gekannt hat, eigentlich. Ne? Genau, also nicht alles wird im Double Elimination gespielt, aber vieles, das jetzt auch. Wenn du dann in der Runde der besten 8 oder Loser besten 8 bist, da hört das Turnier auf, wir spielen das nicht zu Ende, es wird kein Cup-Finale oder sowas geben, dann werden halt die Loser 8 und die besten 8, also jeweils aus beiden Brackets, eingeladen in das, nicht das Grand Final, in den Rally Showdown. Oh mein Gott! In den Showdown. Weites Spiel. In den Showdown am Sonntag. Ist auch noch beides am Sonntag. Mensch. In die Sonntagsshow halt, das bedeutet, du hast dich dann da durchgeboxt, bekommst danach eine Einladung, beziehungsweise wirst du in den nächsten Cup übernommen, wo du nochmal eben bestätigst, dass du am Sonntag auch Zeit hast, ne, damit wir wissen, dass du da auch antanzt. Ja, klar. Dann drückt der nächste nach, ne? Genau, bist dann halt vorher eine halbe Stunde vorher online, damit wir dich in die Lobby schon mal einladen können, alles absprechen können und dann geht's Sonntag 8 Uhr abends halt los. Nach unserer Zeit mit einer Live-Sendung bei uns aus dem Studio in Köln, die ich zusammen mit dem Lee Smith, also Demon, den ihr vielleicht schon aus der anderen Vorsendung kennt, die ich gemacht habe, die vom Formula E Pro Series. Genau, ja. Wir werden das Ganze dann zusammen casten. Dort fahren wir 3 Rennen, die 3 Strecken auch in diesem ganzen Turnier vorkommen, also Watkins Glen, Catalunya und dann Nürburgring GP statt Monster. Da werden wir in keinem der Cups oder Broadcasts mehr fahren. Dort 3 Rennen, jeweils mit einer kleinen Qualifikation davor. Also es wird nicht einfach Random Grid gestartet, sondern wenn, dann machen wir es vernünftig. Und wenn du schaffst, unter die Top 4 zu kommen, dann warten da, wie du sicher schon gesehen hast, wirklich schon granatige Preise, dass man so sagen darf. Also das geht von Forza Horizon 3 Ultimate, einer Xbox One S 2 Terabyte, dem Elite Controller und dem Accessory Kit runter dann halt zu nur der Forza Horizon 3 Ultimate oder Voucher für Xbox Labs Custom Controller und all sowas. Also da gibt es schon ordentlich was abzuräumen. Aber neben den Preisen ist wahrscheinlich das, was die meisten interessiert, die es schaffen, unter die Top 4 zu kommen, dass sich nämlich die Top 4 für unser großes Finale qualifizieren. Bedeutet, wenn du dann den Sonntag überlebt hast, jetzt auf dem Nürburgring GP, wie gesagt, wir fahren dann auch nur das Auto aus der Woche. Also auf diesen 3 Strecken wird dann immer der Mustang gefahren. Okay. In der zweiten Woche wird dann immer das Formelfahrzeug gefahren, in der dritten Woche immer das Le Mans Auto. Ja. In diesem Turnier 3 Rennen, FIA-Punktesystem, also so wie jeder Motorsport-Enthusiast es eigentlich kennt. Und die besten 4 qualifizieren sich dann und dann geht es nämlich ab ins große Finale, wo nochmal wieder 3 Rennen stattfinden werden. Das wird natürlich auch live übertragen. Nur, dass es da dann nicht mehr im Höchsten um eine Xbox One S 2 Terabyte geht, sondern tatsächlich um einen brandneuen und echten, also 1:1 Ford Focus RS. Sicherlich nicht zu verachten, so ein Auto. Nee, ganz und gar nicht. Plus halt Logitech G920, nochmal eine Xbox One S 2 Terabyte, beziehungsweise für zweiten und dritten Platz gibt es dann Cash. 20.000 US-Dollar für den zweiten und 10.000 US-Dollar für den dritten plus das Logitech plus die Xbox One. Also da, ja, kann man schon mal
Mama mit zufriedenstellen, wenn man dafür stundenlang vor der Xbox gesessen hat, würde ich mal behaupten. Ja, oder die eigene Freundin. Klingt auf jeden Fall sehr interessant. Ich werde euch das Ganze natürlich auch nochmal verlinken mit dem ganzen Preis, mit der Preisübersicht. Kann man auch auf der ESL unter den Regeln, muss man nur ein bisschen runterscrollen, da kommt es eigentlich schon, was man da gewinnen kann. Und das bei mir ist schon ganz krass. Oben, also, glaube ich. Wenn ich gerade mal gucke. Ja, wenn du direkt bei uns auf Regeln gehst, dann musst du nur einmal unter die Länder scrollen, die zugelassen sind für die Lead Series, dann sieht man schon. Ganz genau. Ja, und das, wie gesagt, sind krasse Preise, die da Microsoft ausschüttet, beziehungsweise Ford ist ja auch mit Hauptsponsor von der ersten Season jetzt, wenn man es so sieht. Und das sind schon krasse Preise auf jeden Fall. Gut, natürlich ist die Konkurrenz auch hart. Ja? Man kennt es ja aus den Forza-Lobbys einfach schon, oder beziehungsweise aus dem Leaderboard, gerade bei den Rivals. Aber ich denke mal, so eine Chance, warum nicht? Und die anderen Preise sind ja auch nicht zu verachten, wenn man es dann tatsächlich dann auch mal vielleicht in die Top 4 oder so schafft. Also von dem her. Ich würde sagen, also keiner geht leer aus, sowohl in der Elite Series als auch in dem Open Cup. Ja. Deswegen würde ich behaupten, ESL-Account ist kostenlos, das Einschreiben ist kostenlos. Sie alle besitzen dann schon Forza und die Xbox, also warum nicht versuchen? Genau, ja. Und wie gesagt, schlimmer kann es nicht sein. Ja, und wer Unicorn-Sammler ist, ja, die kriegt man auf jeden Fall, aber wie schon gesagt, muss halt in der ESL angemeldet sein, muss halt das Xbox Live-Konto verknüpft haben und halt mindestens einmal das halt probiert haben, entsprechend im Liga-Modus oder im Rival-Modus, aber halt nur über diesen Rival-Modus kann man sich noch qualifizieren, eben für die Elite oder für den Elite-Cup und entsprechend dann auch die Chance weiterzukommen. Ganz wichtig, was ich noch anmerken möchte, ist bei der Weltrangliste, guckt da auch wirklich, dass ihr in der Weltrangliste guckt und nicht in der Europaliste, weil wenn man jetzt ein Europäer, also gehen wir mal von aus, von Deutschland kommt, wird automatisch immer die Europaliste nur angezeigt, da ist man halt ganz leicht ganz, ganz weit vorne, oder was heißt ganz leicht ganz weit vorne, aber halt weiter vorne. Wenn man dann da auf die Weltrangliste schaltet, dann rutscht man doch da schon mal gern ein bisschen weiter nach hinten. Also wenn ihr da vielleicht gerade echt so um die Top 128 fährt, ich denke mal, der ein oder andere hier, der hier zuschaut, der hat schon richtig was los. Nicht, dass ihr euch dann wundert, warum ihr dann doch nicht angeschrieben wurdet oder sowas, um da vielleicht im Vorfeld schon mal Verwirrung zu vermeiden. Grundsätzlich sollte auf jeden Fall in den Cup eingeschrieben werden, denn wenn die Leute vor einem sich doch nicht eingeschrieben haben, sondern nur einen ESL-Account zum Beispiel haben, dann würde man ja auch nachrücken. Da die Cup-Einschreibezeit genau mit der Zeit endet des Rivals-Mode, am besten, wenn ich teilnehmen will, einfach eben auf die Page gehen, Account erstellen, für alle drei Cups anmelden und dann ab ins Spiel, dann braucht man sich da keine großen Sorgen mehr drum machen. Genau, das sind ein paar Klicks, geht eigentlich auch recht einfach, steht auch, muss ich sagen, ESL. Ich bedenke, als ich damals, bin ich ganz ehrlich, in der ESL noch CS gespielt habe, war das die Seite noch ein bisschen unübersichtlicher, da war das noch ein bisschen schwieriger, aber da wird ja alles sogar direkt dir gesagt, was sollst du jetzt anklicken und so weiter und so fort, und von dem her sollte das kein Problem sein. Und ja, ansonsten, wenn ihr Fragen habt oder da noch nicht so ganz sicher seid, könnt ihr gerne mal in die Kommentare natürlich schreiben. Ich werde dann versuchen, da auch entsprechend zu antworten. Und ansonsten, ich weiß nicht, gibt es noch was zu sagen eigentlich? Irgendwas? Also, ihr solltet auf jeden Fall natürlich die Show gucken, ne? Ja, die gibt es am Sonntag übrigens auf dem offiziellen Forza Motorsport Twitch Channel. Das müsste twitch.tv/Forza Motorsport sein. Okay, ja, das werde ich auch direkt in die Videobeschreibung verlinken. Da guckt ihr auf jeden Fall mal vorbei. Ja? Und wird sich der René sicherlich freuen. Aber sicher. Und ja, ansonsten war es das eigentlich. Ich bedanke mich bei René, dass er vorbeigeschaut hat, dass er ein bisschen Rede und Antwort gestanden hat. Immer gerne. Und dann würde ich sagen, ja, geht auf die Strecke, habt Spaß, setzt gute Zeiten und ja, vielleicht sieht man den einen oder anderen vielleicht dann auch bereits schon im Cup, beziehungsweise dann vielleicht sogar im Showdown am Sonntag. Wäre ja was Cooles. Ja, viel Erfolg geben. Ja, auf jeden Fall. Wir sind raus, vielen Dank und tschüssi.